Guten Morgen. So, guten Morgen. Es ist 8:25 Uhr. Die Zeit, wenn ich aufstehe unter der Woche. Und ich nehme mich heute mit durch meinen Tag. Das ist jetzt auch direkt meine Frisur fürs Training, weil ich habe immer Class und dann direkt Training. Und jetzt gucken wir mal, was ich frühstücken werde. Das Ding ist, ich habe immer so gar keinen Hunger. Und dann starte ich immer meinen Tag direkt so super ungesund. Und zwar, ich glaube, das wird auch heute der Fall sein, weil ich muss irgendwas essen, wenn ich bis 1 Uhr halt nicht zu Hause bin. Das heißt, es gibt das hier. Coco Pops in einer Riesenverpackung. Die passt gar nicht ins Bild, die ganze Verpackung. Ich glaube, hat 8 Dollar gekostet. Läuft. Aber ja, ich glaube, das werde ich jetzt essen. Und die Milch ist auch groß. Also, der heutige Plan ist, ich habe jetzt gleich Business Class, 9:30 Uhr bis 10:45 Uhr. Dann von 11 bis 13 Uhr Training. Und dann ist quasi so mein Pflichtteil abgehakt. Heute Nachmittag ist Fußballspiel. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Um 3. Und ansonsten muss ich halt Hausaufgaben erledigen. Also ich habe jetzt keine konkrete Abgabe bis Sonntag. Aber ich arbeite halt immer ganz, ganz gerne alles voraus, damit ich mich dann null stressen muss. Und in 2 Wochen ist mein Business-Examen. Dafür muss ich auch wirklich auswendig lernen. Das heißt, ich müsste mal langsam anfangen, lernen, Karten zu machen. Das ist der Plan für heute. Und ich nehme mich einfach dann mit durch den Tag. Dann seht ihr alles mal. Also ich habe mich jetzt umgezogen. Alle sind extrem neidisch darauf, dass wir Nike als Ausrüster haben. Ich weiß nicht so ganz warum, aber habe jetzt direkt meine Trainingssachen an. Das ist immer richtig unpraktisch, weil wir haben nur 3 T-Shirts und wir müssen so nach einem bestimmten Plan das blaue und das weiße T-Shirt anziehen. Und hier kostet Waschen halt 1,50 Dollar. Und ich wasche nicht wegen 3 T-Shirts eine Maschine. Und dann muss ich das immer mit der Hand waschen. Das ist ein bisschen ungünstig, aber ja, ich meine, ist okay. Ich ziehe jetzt noch meinen Pulli an, weil in den Klassenräumen ist es echt kühl, auch wenn es draußen eigentlich noch ganz, ganz warm ist. Aber mit den Air-Conditions ist einfach, also ich bin das da so gar nicht gewöhnt und das merke ich auch dann sehr schnell. Deswegen immer noch einen Pulli mitnehmen und dann würde ich sagen, gehe ich auch los. Also wir haben jetzt 9.20 Uhr, es ist auch einfach so witzig, wie sich über die Zeit einfach verändert hat, wann ich losgehe. Am Anfang bin ich mal um 9 losgegangen, war natürlich viel zu früh da. Und mittlerweile ist es so für die Business Class 9:20 Uhr, weil das ist halt so quasi das erste Gebäude, also die erste Reihe von Gebäuden auf dem Campus. Zum Beispiel montags und mittwochs muss ich ein bisschen früher los, wenn ich um 20 nach erst losgehe, dann bin ich entweder ein bisschen spät oder muss mich echt super beeilen. Aber für die Business Class geht das klar und da fahren wir meistens 5 Minuten später an, bis der geguckt hat, wer alles da ist und so weiter. Da kommt gefühlt jeder zu spät. Wenn ich da um Punkt 30 ankomme, interessiert das niemanden. Während wenn ich montags und mittwochs um Punkt ankomme, hat die schon angefangen. Also das ist wirklich krass. Und da sitzen dann meistens erst so 5 Leute. Aber ja, genau. Habe ich sonst noch irgendwas Wichtiges zu erzählen? Das Wetter ist heute richtig schön. Das freut mich auf jeden Fall. The
same mistakes that I made when I was 16. Now the thought of making money's feeling more like a pipe dream. I take two steps forward and a thousand back. It shouldn't take this long to get my life on track. Zum Training rennen, weil mein Professor wie immer überzogen hat. Wir haben 53, ein volles Training. Ich muss mich da umziehen. So, also Training ist fertig. Aber ich musste da ja vorhin so hinsprinten und konnte euch gar nicht sowas vom Campus zeigen. Aber ich glaube, vielleicht mache ich einfach aus dem One Day in My Life, Two Days in My Life. ja, genau, wir haben heute neue Shirts bekommen, die sind einfach rosa und keine Ahnung, irgendwie hier ist es so, Oktober ist irgendwie ein besonderer Monat, da bekommen alle nochmal ein extra Shirt und so, keine Ahnung, aber ja, ansonsten Training war eigentlich echt ganz gut und ich freue mich jetzt voll auf Essen zu Hause und normalerweise, wenn ich hier zu Hause komme, rufe ich immer meine Familie an, esse und koche halt währenddessen und ich überlege mir mal, was es dann gleich zu essen gibt. Schauen wir mal. So I cry out with a hollow voice and I fade into the background noise. Cold enough, is this what it feels like? Also ich bin jetzt zu Hause und ich glaube, ich mache nochmal Bratkartoffeln. Ach, beim letzten Mal ist einfach hier der Rauchmelder dabei angegangen. Deswegen traue ich mich nicht mehr so ganz, aber ich muss die Kartoffeln irgendwie aufbrauchen. Ich habe Lust auf Bratkartoffeln, aber natürlich dauert das ein bisschen. Und letztens sind sie ein bisschen dunkel geworden, aber ja, ich glaube, es gibt Bratkartoffeln. Oder mache ich Nudeln? Aber Nudeln hören sich auch gut an. Aber die Kartoffeln müssen weg. Ich glaube, ich bleibe bei Kartoffeln. Also, sieht zwar nicht schön aus, aber schmeckt lecker. Auch wenn die Kartoffeln wieder ein bisschen dunkel sind, aber ist okay. Also, ich habe jetzt eine Dusche und ich muss euch mal was Witziges zeigen in der Dusche. Das ist so weird. Da sind einfach drei Knöpfe. Der mittlere ist für, damit das da oben an die Brause geht. Rechts ist kalt, links ist warm und wenn man dann so das gemischt hat richtig, damit es warm oder kalt ist, wenn man das dann oben über die Brause machen lässt, die übrigens viel zu tief hängt. Also ich meine, für mich ist okay, aber für normale Leute ist es ein bisschen schwierig. Es ist einfach plötzlich voll kalt und es dauert teilweise Ewigkeiten, bis man es wieder eindosiert hat. Das ist schon ein bisschen komisch, aber Hauptsache Dusche. So, also um ehrlich zu sein, ist das nicht wirklich ein typical day in my life. Wobei doch schon, it's a typical Tuesday, weil da spielt Fußball meistens zu Hause und da gehe ich eigentlich immer gucken und freue mich da auch mal voll drauf. Das ist teilweise voll das Wochenhighlight. Ja, diesmal habe ich sogar zu trinken dabei, weil jedes Mal sitze ich da die letzten 20 Minuten und denke mir so, ich bin am Verdursten. Aber diesmal war ich schlauer und ja, bin auch immer gespannt, wie das Spiel wird, aber ich denke, es ist wie immer gut. Die haben halt schon ein krasses Niveau auch hier. Deswegen gehen wir jetzt einfach direkt wieder zum College. Den Weg gehe ich also heute ein paar Mal. Aber ja, ist okay. Und später werde ich dann noch irgendwelche Aufgaben machen, mal gucken was.
Also das Fußballspiel ist jetzt zu Ende. Und ja, ich glaube, wir haben 5-1 gewonnen. Ja, war richtig gut. Hat Spaß gemacht, wenn so viele Tore fallen. Ja, jetzt war ich nach Hause und freue mich auf meine Hausaufgaben nicht. Aber passt schon. Muss ja auch gemacht werden. Wobei, ich glaube, ich mache noch nicht mal Hausaufgaben. Ich glaube, ich werde Lernkarten machen. Gucken wir mal. Ich bin jetzt fertig. Also ich mache jetzt Schluss. Fertig bin ich noch lange nicht. Aber es ist jetzt 21:10 Uhr. Ich habe auf jeden Fall gute 3 Stunden durchgearbeitet. Mit so ein bisschen, also mein Handy lag halt direkt neben mir. Dann lasse ich mich natürlich manchmal auch ablenken. Wenn ich wirklich straight machen möchte, lege ich es einfach weg, woanders hin. Aber ja, genau, habe ich halt noch ein bisschen hier mit meinen amerikanischen Leuten ein bisschen Kontakt gehabt währenddessen. Aber ansonsten habe ich einen ganzen Stapel Karteikarten geschrieben. Mir ist aufgefallen, es sind so viele Begriffe in diesem Businessbuch. Ich hoffe, dass das aufhört, je weiter man in die Kapitel kommt, dass da nicht mehr so viel neu eingeführt werden muss. Weil ich weiß nicht, wie viele Karten das jetzt sind. Das ist schon ordentlich. Und das sind ja nur die Begriffe. Ich habe mir jetzt noch nicht mal das Kapitel irgendwie nochmal durchgelesen oder so oder irgendwie eine Lernzettel gemacht, sondern nur so die Definition aufgeschrieben, was, denke ich mal, auch so 70% von dem ganzen Examen sein werden. Aber ja, trotzdem, ich muss auch irgendwie gucken, wie ich mir da eine gute Strategie überlege. Und ja, morgen müsste ich eigentlich dann weitere 2 Kapitel machen. Dann wäre ich in 5 Tagen fertig. Das wäre top. Ja, genau. Aber es ist eigentlich entspannt, weil währenddessen kann man Musik hören, man muss sich ja nicht wirklich anstrengen. Das mag ich immer eigentlich ganz gerne beim Lernen. Auch generell so Lernzettel schreiben finde ich immer den entspannten Part, weil dabei kann man so halt Musik hören oder irgendwie so entspannt machen. Und dann vorm auswendig lernen drücke ich mich dann immer. Das ist nicht so, macht dann nicht mehr so viel Spaß. Aber ich meine, so ist das. Und ja, ich muss jetzt unbedingt was essen. Ich habe so einen Hunger. Und ich glaube, ich mache mir Wraps, weil das geht schnell. Und Wraps sind, ich habe hier so viele Wraps gegessen, weil einfach, ich mache einfach Salat rein, Tomaten, Salatsoße, so fertig. Manchmal mache ich noch irgendwie vegetarische Chicken Nuggets oder so Art Chips, Nachos, nicht wirklich, sowas Amerikanisches, dass ich einfach so ein bisschen da reinmache, so für so ein bisschen Crunch. Ja, genau. Ja, das ist der Stapel Karteikarten. Ich freue mich, die auswendig zu lernen. Zum Glück ist da nur Multiple Choice. Das heißt, ich muss nur wissen, welche Definition zu welchem Wort gehört. Was das Ganze natürlich sehr einfach macht, wenn man Abitur gemacht hat, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem, man muss es halt auch machen. Naja, so ist das. Also, bleib schon fertig. Schon einen halben, mehr als einen halben gegessen. Hier ist noch ein zweiter. Und ja, ich gehe jetzt gleich auch auf jeden Fall ins Bett. Ich bin müde und fertig. Und ja, das heißt, ich beende hiermit diesen Tag. Und wir sehen uns morgen wahrscheinlich nicht. Übermorgen. Ja, ich glaube Donnerstag blogge ich nochmal. Jetzt war meine Batterie fast leer. Donnerstag blogge ich nochmal, weil Donnerstag ist mehr so ein typischer Tag in meiner Woche.